Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Russland setzt Angriffskrieg auf die Ukraine fort. Die Stadt Mariupol im Süden des Landes wurde weiter beschossen. Russische Einheiten nahmen offenbar einige Vororte ein. Eine Evakuierungsaktion aus der Stadt scheiterte. Aus anderen Städten wurden 13.000 Zivilisten in Sicherheit gebracht. In der Westukraine gab es einen Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt nahe der polnischen Grenze. Weitere Militärhilfe für die Ukraine. US-Präsident Biden bewilligte 200 Millionen Dollar, neben zusätzlichen Waffenlieferungen auch für militärisches Training. Zuvor hatten die USA bereits 350 Millionen Dollar für Panzer- und Flugabwehrraketen angekündigt. Russland droht Konvois mit Waffenlieferungen anzugreifen. Protest gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine. In mehreren deutschen Städten sind heute wieder Friedensdemonstrationen geplant. Allein in Berlin werden 100.000 Teilnehmer erwartet. Kundgebungen soll es auch in Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Leipzig geben. Entlastung angesichts steigender Preise. Grünen-Vorsitzende Lang forderte ein Energiegeld für alle Bürgerinnen und Bürger. Angesichts der steigenden Kosten für Benzin und Lebensmittel müsse es so schnell wie möglich ausgezahlt werden, sagte Lang der Bild am Sonntag. Die bislang von der Koalition beschlossenen Maßnahmen reichten nicht aus. Weiter steigende Tendenz bei Infektionszahlen. Dem Robert-Koch-Institut wurden 146.607 Corona-Neuinfektionen gemeldet, gut 29.700 mehr als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz steigt damit auf 1.526,8. Das Wetter. Heute in der Osthälfte sonnig und trocken, in der Westhälfte dagegen zeitweise dichtere Wolkenfelder und westlich des Rheins auch etwas Regen. Höchstwerte 7 bis 17 Grad.